Einen wunderschönen guten Tag hier vom Simson-Treffen in Zwickau 2019. Wir haben es mittlerweile, heute schon wieder Sonntag, am 21.07.2019, 9.15 Uhr. Und ich darf jetzt kurz die Zusammenfassung vorlesen vom ganzen Wochenende. Wir waren 8 Leute Stammbesetzung. Wir waren 5 bis 6 Leute, die immer mal Springer waren. Insgesamt darf ich verkünden, dass wir 25 Flaschen Braun gesoffen haben. Das ist auf knapp 100 Liter Turbine ISD gerechnet. Und 40 Liter Turbine ISD ging dabei schon am Donnerstag drauf. Viel auch durch den Trichter. Wir haben 60 Liter Bier gesoffen, 6 Flaschen Havanna geköpft, 20 Bratwurst gefressen, 40 Eier gekracht, wurde von Meier schön vernichtet. Insgesamt auf 4 Tage gerechnet habe ich gerade mal 60 Stunden geschlafen. 40 Liter Sprit ging drauf, Grüße an Greta. Und 100 Liter Wasser wurden insgesamt verbraucht für Eigenbedarf, Hygiene oder Waschen des Körpers. Wir vermissen alle unsere Stimmen so halbwegs. Neoangin sei Dank, Dolomin auch sei Dank. Wenn wir gerade eh mal bei Medikamenten sind, wir haben von den 3 Krankenhäusern, die es hier in Zwickau gibt, haben wir 2 besucht. Meins war scheiße, Luis seins war ganz okay, sagt er. Naja, also im Großen und Ganzen, denke ich mal, war es ein relativ erfolgreiches Wochenende. Das Wetter hat eigentlich mitgespielt, ganz grob gesehen. Und wir grüßen alle, die dabei waren. Wir grüßen auch alle, die zu Hause geblieben sind. Und ja, jetzt gibt es ein paar Ausschnitte vom Video. Und vielleicht sagt dann noch der El Presidente Robert Liebeskind zum Abschluss noch mal was. Bis dahin, gut Kick! Simson-Treffen in Zwickau, bei Zwickau, Zwickau mit S, weil das Zwickau steht für, das S steht in Zwickau für Suff, Sex und Simson. Oha. Okay. El Presidenton, ja. Wie ist es bisher so? Das ist ganz schön. Ich bin ganz schön voll und es ist auch dieses Jahr ganz schön laut. Wie lautet das Motto dieses Jahr? Zwickau ist nur einmal im Jahr. Was ist heute das Tagesziel? Ja, eine Fette mit kleinen Titten. Fuck. Yeah.
Florian, jetzt erzähl mal in den 2 Tagen, die du hier warst, wie oft warst du da zu Hause? Also ich war immer daheim, zwischen gestern Abend und heute. Und das war nämlich zwischen 3 Uhr nachts und 5:30 am Nachmittag des heutigen Tages. Also es war eine schöne Zeit, ich habe es genossen, daheim zu sein, Kraft zu sparen für die heutige Veranstaltung hier. Bin mal gespannt, wie es heute noch abläuft. Wird eben gerade ein bisschen bunt, blaulicht, wie ist das? Und ja, mal gucken, wie das hier heute noch endet. Taxi Stock, Taxi Stock. Wolltest du noch was sagen? Ich überlege noch. War sehr schön auf jeden Fall. Bist du Fan? Ich bin Fan. Echt? Auch nur von dir. Verletzung, schwere Verletzung. Und Robert, wie war Zwickau so? Hart. Nee, es war eigentlich ganz angenehm. War es das härteste Jahr in Zwickau, was wir bereits erlebt haben? Es war auf jeden Fall eines der härtesten überhaupt. Wir haben ganz schön was abgezutschelt. Ich habe es vorhin schon vorgelesen. Ach so, gut. Es war auf jeden Fall das asozialste Saison-Treffen. Aber es war schlimm gewesen, wenn es das asozialste Melonentreffen gewesen wäre. Weil Melonentreffen gibt es nicht so viele. Sag jetzt auch Tschüss zu allen und dann sehen wir uns. Also Leute, Tschüss, gell? Wir sehen uns nächstes Mal wieder in Zwickau. Und wenn einer unsere Stimmen sind, findet. Die Stimmen liegen vor der Bühne, da war so ein Sturm. Ihr kennt's ja. Gut Kick an alle. Gut Kick.